Das sind zwei unvereinbare Welten. Insofern vertrete ich gerne die deutsche Kultur, weil ich liebe die deutsche Sprache. Ich bin Deutscher. Ich wüsste nicht, warum, wenn mich schon jemand darauf reinfällt, mich als Vertreter der deutschen Kultur anzureihen, warum ich es nicht einfach machen sollte. Auch. Weil ich dann was vertrete, was eigentlich nicht vertreten werden sollte.